Ihr macht doch einen Podcast. Ja, Lächelchen und Archiv. Was ist das? Wir podcasten alles. Wir wissen nichts. Wir sehen schlecht im Dunkeln. Also jetzt habt ihr mir den verschwundenen Schatz ein wenig madig gemacht. Mir geht's da so ein bisschen wie dir, Sebastian. Ich wäre echt mal für den tanzenden Teufel, weil ich hasse diese Folge. Ja, die ist so abgedreht und auch voller Müll. Ja, ihr müsst die unbedingt mal besprechen. Ja, weil mich interessiert auch, warum du, Stefan, diese Folge so gut findest. Also mir war schon, also nee, ich sag mal nichts, aber da bin ich echt mal gespannt drauf. Vielleicht könnt ihr mir die ja dann schmackhaft machen im Gegenzug. Also, wieder mal schöne Folge, macht's gut, ich grüße euch, ciao. Ja, schön, dass du da bist, Kurt. Ja, vielen Dank für die, ich mach mal Anführungsstriche, Einladung. Ja. Du hast dich auf jeden Fall mit dieser Kampfansage irgendwie ganz gut in den Ring geworfen. Und ja. Wir freuen uns, dass du zur Folge 20 nochmal unser Gast bist. Zur Jubiläumsfolge, wie letztes Mal auch, zum Superpapagei. Genau, eigentlich hatten wir überlegt, ob wir dich natürlich irgendwie, wenn wir den Zauberspiegel mal machen, so aus alter Fanfilm-Erinnerung einladen, aber nach deiner WhatsApp, über die wir uns so gefreut haben, dachten wir uns, warum denn nicht? Eigentlich hast du recht, lass uns Tanz den Teufel angucken. Ist ja auch eine sehr schöne Konstellation. Wir haben einen, dessen Lieblingsfolge das ist. Ist das richtig, Stefan? Wir haben Kurt, der sie als Müll betitelt. Also das ist auf jeden Fall ja schon mal eine ziemliche Polarität. Ich bin da auch auf vieles. Und ja, danke für die Kampfansage, das machen wir gerne. Jetzt muss ich dazu sagen, Tanz der Teufel ist nicht meine Lieblingsfolge, aber sie ist auf jeden Fall eine tolle Folge. Und jeder, der was anderes sagt, ne, der. Ja, also ich wollte dich immer schon mal weinen sehen, Stefan. Von daher, ich kann jetzt schon mal sagen, das ist die Folge, der Top 100, ich habe alle nochmal durchgegangen, die ich am zweitwenigsten gehört habe nach Todesflug. Das wow, ist, okay. Das ist echt eine Ansage. Damit bist du aber auch, glaube ich, mit deiner Meinung nicht so im Mainstream unterwegs. Tage, ne? Einsamen, wann ja. Bist du? Also ich muss jetzt sagen, wir sind jetzt schon mittendrin, ne? Und man muss sagen, wenn man an diese Folge guckt, was ist die vorhergehende Folge? Weiß gerade einer? Flammende Spur, die danach ist verschwundener Schatz. Und dann kommt direkt verschwundener Schatz, ja. Die ja deine Lieblingsfolge war bis vor kurzem. Und nee, man muss ja schon sagen, auch wenn man so sich mal umschaut, auch auf der Rocky Beach kommen und so, dann finden sich wirklich erstaunlich wenig schlechte Kommentare. Also viele sagen, nö, saubere Folge, gut gemacht und so weiter. Kaum Logikfehler. Ich glaube, es sind 3 oder so, die da aufgetaucht sind. Daher bin ich gelassen. Ah, ja, schön, schön. Ja, sollen wir denn einsteigen mit klassisch dem Klappentext? Ja. Da habe ich noch nichts zu meckern, Stefan. Schauen wir mal. Eine Serie Diebstähle in Rocky Beach und jedes Mal fehlt einer jener verbreiteten Bordkoffer. Die 3 Fragezeichen nehmen sich dieses ominösen Falls an. Und immer dann, wenn sie gerade eine neue Spur verfolgen, taucht die unheimlich reale Gestalt eines tanzenden Teufels, eines Dämons aus einer fremden Kultur mit schrecklichen Drohungen und Feuer und Rauch auf. Langer Satz, ja, aber ist irgendwie so weit. So, ja. Brücke frisst U-Bahn auf. Ne? So eine komische Kommasetzung. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde den doof, den Klappentext, weil der schon ein wichtiges zu ermittelndes Element vorwegnimmt. Ja, der Koffer. Es geht um den Koffer, so, ne? Das ist so, ja. So eine Glanzleistung, dass sie das kombinieren und es wird hier einfach schon mal so kurz. Rausgehauen irgendwie. Ja. Der Buchklappentext ist noch schlimmer, der verrät die halbe Handlung. Okay. So. Den hast du aber jetzt nicht. Doch, ich habe ihn da, aber ist der ist anders. Halt so, okay. Da steht am Ende war's. Und am Ende war's der. Nee, aber die Figur gehört jemanden in Rocky Beach und so. Also okay. Geht schon sehr weit irgendwie. Das
finde ich jetzt irgendwie too much. Aber hat euch dieser Klappentext oder dieser Titel schon angesprochen? Für mich war das immer schon sehr gegensätzlich, tanzend und Teufel. Okay, warum? Ja, weil ich dann lachen muss, wenn ich mir vorstelle, dass ein Teufel tanzt. Ja gut, für eine gute Alliteration hat schon so mancher Schreiber seine auch, Seele verkauft. Du hast auch Tanz der Teufel nicht angeguckt, weil du dachtest, das ist ein Kinderfilm. Genau. Ja, stimmt. Ja. Nee, was mich gecatcht hat, war definitiv nicht der Klappentext, sondern das Cover. Ja, natürlich. Das ist einfach mega. Gut, kannst du über das Cover was Schlechtes sagen? Nee, gefällt mir gut. Also... Ja. Es ist trotzdem ist es eher so, als müsste er mal auf Toilette, ne? Also. Nein, aber ich beschreibe einfach nochmal, weil ich mache es ja eigentlich wie immer. Man sieht eine schwarze, zottelige, ob es ein Teufel ist, ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall eher so eine Bärengestalt mit einem ziemlich langen Schweif und zwei Hörnern. Und Bär mit zwei Hörnern. Ne? Ja, aber zwei so, ja, wie so Ochsenhörner, ne? Und einfach nur zwei rote Augen und keinen Mund und nichts. Ansonsten ist dieses Ding einfach nur schwarz und ich finde das schon ziemlich bedrohlich. Und es wirft halt einfach sehr schöne Schatten. Ich finde, das ist total schön gemacht. Also ja, so ja. Dieser Schatten kommt auf einen zu und... Ich finde das auch schön, diese Umgebung, diese Hügel, das sind wahrscheinlich Dünen, sollen das sein, ja? Ja. So leicht neblig, die sich... Also ich finde, dass die Alga Rasch da viel eingebaut hat. Und ich finde es tatsächlich, muss ich sagen, ich lege mich jetzt... Doch, ich finde, es ist das schönste Cover. Das ist okay. Das schönste Cover. Das würde ich mir tatsächlich großformatig aufhängen. Es stimmt, was du sagst, der Teufel wirkt, als würde er sich anschleichen oder müsste gerade mal pinkeln. Aber sie ist ja sehr weit gegangen, weil wenn man die Beschreibung des Teufels ja im Hörspiel nimmt, hat der ja nur einen zotteligen Kopf, ne? So hier so Armbinden oder sowas an, also so, dass man schon denkt, es ist ein menschlicher Tänzer oder sowas, ja. Wow. Oder irgendwie, ja, also na, nicht vielleicht nicht menschlich oder so, aber nicht so vollkommen zottelig, weil der ist ja hier. Was ich einen Riesenschwanz. Total schön finde, ist, das ist sehr... Ja, gut, dafür kurz aus dem Applaus. Ich hab extra noch Schweif gesagt, damit es genau zu diesem Lacher nicht kommt. Aber es ist... dafür die alte Zeit, ja. Penis. Mittelalte weiße Männer. Was ich noch sagen wollte, ist, dafür, dass das eigentlich ja sowas sehr Bedrohliches ist und auch eine sehr bedrohliche Gestalt, finde ich es auffällig, wie bunt dieses Cover ist. Das ist total schön. Ja. Das ist wirklich gut gemacht. Ja. Aber mir geht's so wie dir. Ich habe das Cover gesehen als Kind. Ich war weg. Hin und weg. Ich dachte, das muss ich haben. Dieses Ding muss ich haben. Und das ist auch eine meiner präsentesten Erinnerungen, ist, wie ich den Tanz der Teufel zu Hause gehört habe. Vor der Stereoanlage früher, da hatte ja nur einer, ne? Meist der Vater eine Stereoanlage, mit Kopfhörern saß ich da. Und habe das Cover in der Hand gehabt, mir das die ganze Zeit angeguckt und währenddessen dieses Hörspiel gehört. Das ist so präsent, als wäre es gestern gewesen. Ja, cool. Sehr gut. Bevor wir jetzt ganz reingehen, ich muss noch als alter Perfektionist, wir sind hier gerade zu viert neu sortiert vor zwei Mikros. Das heißt, die Soundqualität wird unter Umständen so ein bisschen anders, ungewohnt wie als sonst. Aber das nehmen wir jetzt einfach in Kauf dafür, dass wir hier in geselliger Runde mit mehr am Tisch sitzen. Aber ich kenne mich, ich muss das einmal loswerden, dann geht es mir besser. Ja, wird schon. Kannst ja nachher noch schrauben. Ne? Ja, ja, das machen wir alles so. Weil eigentlich sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, ab in die Handlung, ne? Ja, sehr gerne. Ihr seid doch Detektive! Wo ich zu meinem allerersten Kritikpunkt komme. Ja gut, wäre das, oder? Also ich brauche immer da auch so ein bisschen Kontext, wenn ich in so eine Hörspielfolge einsteige. Und das hat mich von Anfang an irgendwie abgeschreckt. Da habe ich gesagt, irgendwas kaputt, irgendwas rausgeschnitten. Ja, dass das so abrupt in die Folge reingeht, hat mich, ja... Ich will nicht sagen verstört, aber das gefällt mir einfach nicht. Ja, das ist ohne Kontext. Ja, komisch. Gefehlt ist, dass der Peter Passetti da nicht sagt, sie sind da gerade in der Garage von Peter oder so, oder? Ja, genau. Also einfach einen Kontext in die Handlung gibt oder da eine Einführung gibt, das fehlt mir total bei dieser Folge. Und dann auch diese hochgepitchte Stimme, die einfach überhaupt nicht passt, wo ich mir denke, so hätten sie da nicht das Kind des Nachbarn eben rüberholen können und dann was einsprechen lassen können. Das war bei mir aber auch, das hat mich auch mega irritiert und immer schon gestört und stört mich auch immer noch. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sehr man überhaupt Heike Dine Körting kritisieren darf, aber ganz ehrlich...
Also ich meine, dass das nicht Heidi Klum ist, glaube ich, da sind wir uns einig. Ja, aber als mehr. Ja, aber warum Heike Dine Körting das gemacht hat, so künstlich und schlecht die Stimme gepitcht, ich verstehe es auch nicht, ne? Ja, also als Kind ist es mir nicht so aufgefallen. Ich habe halt natürlich gedacht, ein nerviges Kind. Also ich mag die Tina nicht, die ist doof. Ja, ja. Also, ich will eine Bella wieder. Ja, also. Aber so, das ist mir tatsächlich so nicht aufgefallen. Ich weiß auch nicht, warum es gemacht hat. Ich glaube, dass am Anfang, dass das noch so war, okay, es ist jetzt nicht die Anfangsfolgen, aber wie sie halt dann den Papagei nachgemacht hat oder so. Die haben irgendwie, glaube ich, am Anfang vielleicht gar nicht so dran geglaubt, dass das ein langes Projekt wird oder so, ne, mit den drei Fragezeichen. Könnte ja sein. Gut, von wann ist die Folge? 1980. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich meine, dieser Soundeffekt ist irgendwie echt bescheuert. Aber auf deiner Seite, was du sagst, Kurt, ich mag das gerne, wenn man in so eine Szene reingeworfen wird. Das ist eigentlich ein cooler Erzähl- und Kunstgriff. Das hatten wir nicht zuletzt ja auch noch bei letzte Folge Geheimnisvolle Botschaften. Ne, war das auch so, wo man mit Soundeffekten und Trara auf einmal mitten auf so einem Jahrmarkt steht und eben nicht der Erzähler anfängt, sondern man kommt Udo in so eine Szene rein. Das kann funktionieren, aber ich finde das einfach durch die Soundeffekte Panne. Ja. Ich finde ganz schön, dass, also was mir daran gefallen hat, auch an diesem Einstieg oder generell, dass die drei Fragezeichen als ältere Kinder rüberkommen. Also wo ich mich jetzt auch wieder identifiziert habe. Nicht als kleines Kind, die aber so nett und fürsorglich. Und der Justus ist ja echt nett zu dieser Tina. Ja, während die anderen eher so, arrogant. Ist eher so nett. Und das fand ich so total sympathisch irgendwie. Er versucht ja auch dann einzugehen auf Tina. Und Peter meckert dann ja, weil er meint, wir müssen den Projektor wegbringen, wir haben ja ganz andere Sachen zu tun. Genau. So eine blöde Puppe suchen wir nicht. Ne? Ich kann euch bezahlen, hier sind 50 Cent oder was. Ne? So nein. Und stimmt, ist sowieso komisch, wir übernehmen jeden Fall, ne? Genau, ja. Also und das ist ja auch was so im Drei-Fragezeichen-Universum als eine der wenigen Sachen immer wechselt. Ja, also mal nehmen sie Geld, dann nehmen sie $100 oder so, da bekommen es versprochen. Mal sagen sie nur, wenn wir den Fall lösen, und mal sagen sie, wir nehmen gar nichts. Mhm. Ja. Ja, gut, 50 Cent, da kann man jetzt mal sagen. Ja gut, ist wahrscheinlich in der Welt von Tina eine Menge. Ne? Drücken wir mal ein Auge zu. Sind es 50 oder sind es sogar nur 10? Hier sind 10 Cent oder irgendwas. 50 Cent, das ja. Also ich denke, es ist ja nicht das Geld, sondern sie schafft es ja, den Justus neugierig zu machen, als sie sagt, sie sei weggeflogen. Ja. Ne? Und da ist ja Justus dann sofort dran. Vermutlich hat er keinen Bock, diesen ollen Projektor bis nach Hollywood zu schleppen oder so. Und dann denkt er sich, ne, komm schnell, irgendwas muss doch hier gehen. Ne? Ja. Fliegende Puppen. Ja. Worauf er dann entscheidet, sich die Sache mal anzuschauen. Ja. Genau. Und da würde mich jetzt interessieren, wie erkennt man an einem Baum die Spuren, dass da ein kleiner Mensch mit Turnschuhen drauf geklettert ist? Ja. Vielleicht hat er einen kleinen Turnschuh verloren. Ja, also da würde ich jetzt auch gerne Stefan das Wort geben. Ja, also weil als Kind habe ich schon gedacht, so, was? Also im Buch geht er hinter den Baum und sieht vor dem Baum Spuren, die zum Baum hinführen. Ja, ja, aber der erkennt an den Spuren, dass das ein kleiner Mann mit Turnschuhen war. Das geht. Ja? Ja, das geht. Weil du hast einen kleinen Schuhabdruck und ein Adidas darunter oder ein Nike oder ein Puma. Es gibt ja so viele Marken. Ja. Ja. Also das ist prinzipiell doch... Aber dass er den Baum raufgeklettert ist? Also dass da jemand am Baum gestanden hat von mir aus, weil da die Fußabdrücke sind und dann ist da auf der Sohle fett so ein Nike-Whatever-Zeichen drin. Ich kenn's auch nicht, weil wenn der da vielleicht runtergesprungen ist, dann ist der Fußabdruck auch breiter. Also du glaubst nicht, was Spurenleser alles lesen können. Ja, okay. Mag man... Ich finde, das kann man durchgehen lassen. Kann man akzeptieren, wenn man das Buch kennt, als derjenige, der nur die Hörspiele hört, ne, ist es halt direkt so, ja klar, du erkennst auch, weiß ich nicht, was der vorgestern gegessen hat. Genau, ne, und wie seine Schwiegermutter mit zweitem Vornamen heißt. Ja, genau. Kratzspuren am Baum wäre auch eine Möglichkeit gegeben, woran man irgendwas sieht. Ne? Dass er ja, so auf der Höhe, hier so ganz unten, da war der klein. Ja, genau. Ja,
aber man kriegt jetzt zumindest noch so ein bisschen mehr Kontext auch, weil die Mutter von Tina kommt und es wird halt klar, dass sie sich halt in direkter Nachbarschaft zu Peters Familie befinden, in der weil man kennt sich, ne? Und ja. Genau, die Mutter erzählt halt letztlich auch, klar, die Tina sucht ihre Puppe. Aber nicht nur das, wir haben überall geguckt und wir waren auch schon bei der Polizei, weil in der Nachbarschaft wurden gestern Nacht ganz viele Sachen geklaut. Ja, das finde ich sogar gut, dass sie da nochmal sagen, ihr wart wegen einer Puppe bei der Polizei. Ja. Ja, dass sie das hinterfragen und dann sie sagt, ja, es wurden ganz viele Dinge gestohlen. Ja. Eine Einbruchsserie. Ja. Und Bonsch. Da ist doch durchaus ein Fall. Klassisch. Ja. Naja, und Peter sagt, das war ein Lausbubenstreich. Oh ja, ja, sicher. Vermutet klar. Das, ja. Also, ja. Also ja. Der treibt sich ja die ganze Zeit herum, ne? Also der ist ja jetzt schon mehrere Stunden über die Nacht und der kommt ja auch gleich nochmal wieder. Das heißt, er macht ja nichts anderes. Nee, der als ist da viel unterwegs. der ist auf heißen Sohlen da unterwegs. Das Spannende ist, oder das, was ich so ein bisschen ja unreal finde, das ist im Buch wird das deutlich mehr betont, dass der ja ständig mit Umhang rumläuft. Also genau. Ein bisschen wie ein kleiner Batman. Irgendwie, ja. Irgendwie, wo man denkt, naja, als Dieb möchte ich ja unauffällig sein. Und wird, glaube ich, im Hörspiel einmal erwähnt, dass er Turnschuhe anhat und dass er eben diesen schwarzen Umhang hat. Genau. Ja, er ist ja eigentlich auch kein Dieb. Berufsmäßig, vom Ursprungsberuf her. Ne? Ja, das wird direkt jetzt in der Folgeszene erklärt, wo sie nämlich besagten Kerl mit Umhang ja auch direkt verfolgen. Ne? Also sie gehen, glaube ich, jetzt zu... Peters Mutter rüber. Sie hören sie erstmal. Sie schreit. Peters Mutter schreit. Und er so, Mama. Mama. Genau. Mama. Mama. Wir haben mal Paris geholt. Genau. Mama und Papa. Und dann sagt sie doch hier, die Primeln sind zertreten und... Sieht euch nur meine Primeln an. Und da ist ein Typ mit Umhang. Genau, mit Umhang. Und dann rennt die hinterher. Ne? Das wird halt durch den Erzähler. Ein Schnauzbart. Genau. Ein Schnauzbart, finde ich, ist auch so ein schönes Wort. Ja, das ist irgendwie so... natürlich schon die Frage, warum macht er das? Also wieso rennt er quer durch die Gärten? Also ist er so, will er wirklich so Batman-mäßig, oh, ich finde den Koffer und so? Oder was ist so sein Ziel? Also der ist ja schon ein bisschen sehr ungeschickt. So. Ja, der muss ja auch überall erkannt werden, ja? Also egal, ob jetzt Tag oder Nacht. Ja. Der ist da seit mehreren Stunden und... Ja, eigentlich seit mehreren Tagen müsste der ja schon da rumhängen, oder? Das ist ja alles so ein paar Tage alt oder so. Aber das Spannende ist, er muss ja jetzt den Projektor bei sich haben, theoretisch. Ne? Das ist aber der Frau Shaw, Mrs. Shaw nicht aufgefallen. Ja, vielleicht hat er ja auch auf dem Hinweg zum Projektor die Primeln zertrampelt. Ach so. Also er ist quasi über die Primeln Richtung Garage, dort der Projektor und weg. Wäre eine Möglichkeit, die ich mir so denke. Ja. Genau, und Justus stellt das dann ja fest. Und da muss ich sagen, das finde ich, das ist so emotionslos. Ja. Wie das rübergebracht wird. Der Projektor ist weg. Ja. Aber das, was danach kommt ja so BAU oder irgendwie so. Ja, das ist an der Stelle, ist gut, ja. Das finde ich zum Beispiel ganz schlecht, weil es gar nicht passt. Also das ist ja so mehr oder weniger diese Percussion, wenn der tanzende Teufel kommt oder so ein Prequel dazu. Irgendwie das hat... finde ich, passt auch nicht, also dieser Übergang. Also mir gefällt es. Das ist mir jetzt auch so aufgefallen. So ist es. Und du denkst so, scheiße, der Projektor ist weg. Ja, es ist schon hoch. Warum ist es nochmal scheiße? Ich vergessen. Aber scheiße. Und da kommt BAM. Sie müssen es auf jeden Fall ja, ne, irgendwie dann dem Papa beichten. Und ich fand es ziemlich, naja gut, der Projektor ist weg. Und dann wird es so in die nächste Szene übergeschnitten oder in die Musik. Ja. Und also ganz ehrlich, die nächste Szene war eher die, wo ich dachte, detektivischer Spürsinn hin oder her, aber Lagebesprechung in der Zentrale und was die da sich an Schlussfolgerungen zurechthacken. Ja, Stefan, ich sehe schon dein entsetztes Gesicht. Hat ja eben schon gesagt, dass er das ganz so große detektivische Kunst Also da fühlte ich mich irgendwie jetzt, klar, ne, kindlicher Hörer, erwachsener Hörer, geschenkt so, aber was haben alle Dinge, die geklaut wurden, gemeinsam? Und wenn dann die Antwort ist, dass man die wegtragen kann. Nee, erstmal ja, sie sind ja aus festem Stoff. Das ist geil. Das ist keine Flüssigkeit. Es ist nicht gasförmig. Ja. Ich gehe. Also, ja, okay. Ja, Moment. Also erstmal finde ich... So ja nicht. Wir beschweren uns immer, dass Justus nichts sagt und dann sagt, ich weiß nicht, weil das Baum vom Blatt gefallen ist. Habe ich euch aber nicht erzählt. Und
Und jetzt machen die, sind die da dran. Das ist für mich fast wie Super Papagei, als sie, na, lass mal überlegen, Opfergaben auf einem Friedhof und so. Das alles, ist für mich so. So alles die gleiche okay, Farbe? Nein. Das ist, aber er sagt, irgendwas muss es muss was sein, irgendwie. Es muss was sein, dass sie was gemeinsam haben. Ja, ja, der Gedanke ja, an sich ist ja schon mal. Aber gut. Die Auflösung ist dann halt ein bisschen mau, ne? Weil. Ja, aber es ist Bob, ne? Der nachher sagt, alles ist handlich genug, dass man es tragen kann. Ja, dann, ja, ich meine, das ist natürlich auch irgendwie klar, dass alles handlich genug ist, was ein Dieb klaut, was man tragen kann, weil ich glaube ja kein LKW auf dem Rücken. Ja, oder der kommt ja nicht im Lastkram, um da irgendwas zu stehlen. Und dann denkt ja der Justus, okay, aber mit der Puppe, also hat er dann die Idee, dass diese Puppe in etwas war, so, ne? Aber das ist doch auch völliger Quatsch, ja? Also ich meine, eine Puppe in einem Koffer, also wie kommt er darauf, dass die Puppe in einem umgebauten Koffer liegt? Und da sind wir dann direkt auch beim nächsten Punkt. Dieser, ist der umgebaute Koffer noch ein Koffer oder ist er jetzt ein Bett? Und warum ist der Dieb dann, wenn er umgebaut ist, so blöd und stiehlt ihn? Oder liegt die Puppe einfach in einem Koffer? Ja, die liegt in dem Koffer, der ist zu. Also das muss man sagen, also kann ein Sarg als ein Bett. Mein kindliches Ich schon sehr nachvollziehen. Ich habe auch aus Schuhkartons für Kuscheltiere Becken gebaut und sowas. Ja, und dann hast du so ein paar Kissen in so einem Koffer und das, hast das ein stimmt. Bett. Also aber ich find Kurzpunkt da auch ganz gut, weil wenn da so ein verbastelter Koffer mit einer Puppe drin liegt, ist ja klar, dass da kein tanzender Teufel mehr drin ist. Also, aber der Koffer war ja zu. Ja, das weiß ich ja eben nicht. Weil ein Bett muss ja nicht zu sein, ne? Also das ist halt die Frage so. Und also wenn die Puppe wegfliegt, dann muss man die Puppe ja auch sehen in dem Koffer. Also, ne, das ist auch irgendwie so das Ding. Ja. Also das stimmt, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das ist ein guter Punkt, Hanum, ja. Aber das ist irgendwie so eine Sache, wo ich sage, das passt nicht zusammen, weil entweder wurde der Koffer aufgeschnitten, sodass es ein Bett ist oder so. Und wenn ich meiner Tochter da einen schwarzen Koffer hingestellt hätte mit einer Puppe, dann hätte die mir einen Vogel gezeigt und hätte gesagt, pack mal ein. Ja, in den 70ern. Damals waren Kinder noch genug. Aber dann ist es tatsächlich, dann müsste es der Koffer sein, ja, und dann wurde er einfach aufgemacht. Ja. War ja alles besser. Wir hatten ja nichts. Nee, aber da habe ich als Kind überhaupt nicht drüber nachgedacht, fällt mir jetzt so in der Retrospektive ein. Aber jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, fällt mir ein, so, ist schon unnötig, man hätte so anders machen können. Aber ich finde es schön, dass sie da drauf kommen. Und ich finde nochmal, ich würde gerne tatsächlich ausnahmsweise hier Alfred Hitchcock zu Wort kommen lassen, im Buch, der das ganz geschickt... Also Alfred Hitchcock lassen wir immer zu Wort kommen, insofern... formuliert hat. Sprich, Alfred. Wo er sagt, Peter vermutete vorhin, dass von dem Dieb so hartnäckig begehrte Objekt könne in einem der gestohlenen Gegenstände stecken, also gewissermaßen darin verpackt sein. Doch ich meine, es gibt noch eine andere Art der Verpackung, worauf der suchende Dieb erpicht sein könnte. Was man worin stecken mag, denkt mal andersherum. Denkt mal scharf nach. Fand ich total toll. Hä? Okay, das ist aber auch so verpackt, bleibt ein Rätsel über. Ja. Ja, aber ich finde das halt... Das, ist das geht halt im Hörspiel leider nicht so. Ja, nee, schade. Also in dieser Folge nicht. Wir haben es ja immer in vielen Folgen, wo er tatsächlich, finde ich, also in früheren... tatsächlich auch diese Tipps gibt, wo du so mitdenkst. Ja, ja. Und das ist eigentlich schön. Das ist für mich auch, das ist für mich drei Fragezeichen. Mhm. Das fehlt für mich jetzt halt auch in den neueren. Deswegen wollte ich es nochmal zum Besten geben. So. Es gibt davon noch ein paar, wo er sagt, jetzt halt mal kurz unten zu und denk mal über das nach, was ich gerade sage. Ne? So, weil weiter unten Justus da drauf kommt. So. Mhm. Also ich finde das wirklich, dass sie uns am Rätseln teilhaben lassen, finde ich eigentlich schön, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, an der Grundidee haben wir alle auch nichts auszusetzen. Es ist halt das konkrete Beispiel, was ein bisschen hinkt. Aber gut, letztlich ist, wie du schon gesagt hast, Justus derjenige, der die Idee hat, da nochmal zu Tina zu gehen und zu sagen, hör mal hier, dein Koffer, beziehungsweise du hast eben von einem Bett für deine Puppe gesprochen. Kann das sein? Was war das für ein Bett? Ein Bett eben! Aber es war kein gewöhnliches Bett. Eieiei. Ja. Das ist alles witzig. Wir sind gut der Sozialarbeit. Ja, natürlich. Dann taucht der Dieb auf. Nochmal. Läuft da in der Nachbarschaft nochmal rum? Ja, sie gehen zurück und auf dem Nachhauseweg entdecken sie den Dieb irgendwie zwischen den Bäumen. Hängt er rum so. Und sie versuchen ihn zu kriegen. Es gelingt ihnen aber nicht. Pete ist so klassisch, Peter ist sofort wieder angeknipst. Ja. Los, den Schlamm schnapp ich mir! Und sie kommen dann auf die Idee, dem Dieb eine Falle zu stellen, indem sie einen ähnlichen Koffer nehmen
und den prominent in der Garage vor die... Schöne Idee. Da reinstellen. Gute Idee. Wobei ich mich halt auch denke, warum gehen die davon aus, dass der immer noch nicht... Also wie viel Koffer will der um Gottes Willen klauen? Warum ist der noch nicht fertig? Bis er seinen tanzenden Teufel hat. Ja, aber wie viele Koffer gibt es ja auch davon? Das wissen sie nicht. Das müssen sie nicht wissen. Also sie müssten ja eigentlich gehen, dass der... Oder sie denken halt, er ist generell scharf auf schwarze Koffer, so eine typische Sache. Ja, stimmt, das wissen die ja noch nicht. Die wissen ja nichts von der Figur und so weiter. Ne? Nee. Der klaut halt einfach schwarze Koffer. Schwarze Koffer, so ein findet der geil. Black Koffer. Aber die Idee mit der Falle, klassisch. Shades of Black. Das mit der Falle finde ich auch gut. Ich finde es dann halt wieder schade, dass sie da irgendwie so total übertölpert werden, ja. Also so irgendwie so, man macht diesen Plan und dann passt man doch auf und dann kommt einfach nur, ja, der Dieb war schneller. Ja, und das ist im Buch. Der Hammer anders. Moment, da muss ich aber noch mal ganz kurz drauf. Also das habe ich als Kind auch nicht so wahrgenommen. Aber jetzt, wenn ich dann noch mal so drüber nachdenke und mir das anhöre, hört sich das alles an wie so eine Mausefalle. Ja. Geht einer rein, puff, Tor zu. Und dann habe ich mir und ich habe mir beim Einschlafen nicht so eine Lebenfalle mal vorgestellt, sondern ein bisschen anders. Mit so einer, paff, weißt du, so ein Ding, was runterkommt und dir mit Genick bricht. Das war aber nur in meinem Kopf. Das hat mehr mit dir zu tun. Ja, natürlich. Aber sie haben die Situation war halt einfach da. Sie wollen ihn in der Garage einsperren und im Hörspiel ist es ja so, der witscht da rein und bevor sie was machen können, witscht er wieder raus. Und im Buch ist es voll krass, weil da taucht das erste Mal der Tanz der Teufel auf. Da schon? Okay. Ja, voll. Mhm. Und zwar ist es so, dass die stellen diese Falle und dann wollen sie zu dem Dieb, als er reingeht und weil sie zumachen, da blendet sie auf einmal ein Lichtstrahl aus dem Gebüsch und der Dieb haut ab, ja. Und als sie dann da hingucken, wo dieser Lichtstrahl war, guckt durchs Gebüsch so eine Teufelsfratze mit so zwei roten Augen an und man so knurrt so. Und dann sind sie natürlich total erschrocken, ja. Und sie hauen dann ab und versuchen den Dieb noch zu kriegen und stolpern über Quail. Okay. Ja, den sie da aber noch nicht kennen. Und der deshalb, was macht ihr da? Und hält sie dann fest, sodass sie den Dieb nicht kriegen. Und dann sagen die dem, das ist ein Dieb. Und dann sagt er, ach so, ja, dann von mir aus, dann geht's. Ne? So. Okay. Ja, aber schön. Gut. Schön. Das ist echt krass. Und das ist sehr gut beschrieben und wirklich sehr gruselig. So. Das glaube ich. Ja, das hätte ich auch gerne im Hörspiel gehabt. So ist es halt nicht nur irgendwie kurz und knackig, sondern der Erzähler nimmt ja auch alles irgendwie in die Hand und macht da irgendwie zwei Sätze draus. Also und dann ist der Drops gelutscht. Ne? Genau, das ist halt immer die Schwierigkeit tatsächlich. Und ich finde, das ist auch tatsächlich ein Manko, das ich an diesem Hörspiel finde, dass der Erzähler relativ viel Handlung verdichtet. Handlung, die eigentlich spannend wäre, wo man denkt, oh, das fände ich jetzt interessant. Ne? Dafür ist auch ein sehr kurzes Hörspiel. Ne? Ja, 40, ne? 42. Ja, also wirklich knallhart, ganz kurz. Aber wisst ihr immer, welche Tageszeit ist? Also ich habe bei diesem Hörspiel da auch... Ja, das wäre jetzt auch die Erklärung, warum man sich anschleichen kann. Aber ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich weiß nie, welche Tageszeit ist. Mhm. Ja, also das ist das auch, aber manchmal sagt der Erzähler das ja, ne, am nächsten Morgen oder so. Und ja, da geht es irgendwie so ein bisschen... Also ich verliere da zumindest, ob es hell oder dunkel ist. Also ich weiß, als Kind dachte ich tatsächlich, dass die Falle auch noch tagsüber ist. Dass das alles in einem Rutsch ist. Also es ist innerhalb von 3-4 Stunden passiert. So dachte ich auch. Ja, ich meine, wie lange will auch dieser komische Typ im Umhang da in der Nachbarschaft in irgendeinem Gebüsch hocken? Der muss ja mal den Umhang wechseln, sonst stinkt der. Ja. Der riecht ihn schon, bevor du ihn siehst. Schön ist aber auch, und das finde ich, muss man auch betonen, dass wir das erste Mal und ich glaube auch das einzige Mal, oder? So im Nahbereich, wo die wohnen, sind. Also tatsächlich, wo man so denkt, wo man auch so Identifikationsgeschichten hat, wo man so denkt, ah ja, das könnte bei mir in der Nachbarschaft auch sein, weil jeder, der mal Detektiv werden wollte, hat vermutlich ein paar Nachbarn genervt, damit, dass er jetzt Detektiv ist, ja, so. Und da ist natürlich eine große Assoziation. Oder? Da bin ich auch total bei dir, also die nostalgischen Werte sind auf jeden Fall da. Der Erzähler führt uns schnurstracks weg von der Garage bis zum Motel, erklärt auch noch in einem Satz, dass Justus natürlich so clever war, obwohl der Koffer weg ist, da Peilsender reinzupacken. Ja. Und der Peilsender mit Pfeil, wie auch immer, zeigt eindeutig auf ein Apartment im Motel. Und Sound. Piep, 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 piep.
und dir, dass 1980 gar nicht so einfach war. So ein, das gab ja kein GPS, ne? Ja. Du hattest auch noch kein Internet, hallo. Aber das ist wirklich, das war damals mein Traum. Ich habe gedacht, ich würde töten für so einen verschissenen Sender. Irgendwie, weil ich hatte immer den Traum, ich wollte unsere Katzen verfolgen, wo die hingehen. Und ich habe nie gecheckt, die haben mich immer abgehängt, wenn ich denen hinterher bin als Kind. Ja, so. Und ich wollte dann wissen, wo die sind. Und ich hätte so einen Sender so gern gehabt, aber das war unerschwinglich teuer waren die Dinger, wenn es sie überhaupt gab. Ja, ja. Ich kann es auch tatsächlich nur von James Bond, ne? So in der Schuhsohle und dann irgendwie in die Jackentasche gesteckt. Da muss man Justus haben, der baut sowas selber halt. Ne? Ja. Aber sie haben ihn, diesen tollen Sender, und verfolgen den Dieb. Und damit kann ja mal wirklich kein Dieb rechnen, bis zum Hotel. Ja. Und auch das, schöne klassische Szene. Sie sind so im Gebüsch gegenüber von so einem Hotel. Also das sind so auch Bilder, die hat man halt so amerikanisiert, wie man ist, im Kopf, die funktionieren. Die lachen den erstmal aus, weil der so klein ist. Genau, das stimmt. Ich meine, was hat das miteinander zu tun? Irgendwie, ne? Also wo ich mir so denke, so ja, pff, ist das halt ist ein aber Dieb, erst, aber warum soll er nicht klein sein? Aber zuerst kommt der geschniegelte Mann. Genau, da kommt, ja. Genau, die gehen da hin und ducken sich, wenn jemand rauskommt, ist der geschniegelte Mann. Und Bob sagt, ich kenne den, der lief in der Nähe rum. Und in Wirklichkeit ist es der, der sie da aufgehalten hat. Und sie merken das auch und sagen, der muss mit dem Dieb gemeinsam sein. Er hat uns absichtlich festgehalten. Und jetzt kommt so eine schöne Szene, weil das ist von dem, was die da sagen, wie die das sagen und die Atmo, die da drunter ist, die Geräusche, ist das so eine Szene, die es als Versatzstück in total vielen Hörspielen gibt. Auch im Zauberspiegel, kurz bevor die in die Lagerhalle gehen, sowas. Er steigt ins Auto und fährt weg. Und dann sind das diese der gleiche gleichen, Sound. Genau, der das gleiche genau Sound. Der gleiche, ja. Genau. Ja. Das ist so geil. Das gibt es halt in mehreren Hörspielen. Ja, auch in Gespensterschloss gibt es das auch. Das gibt es auch in der Folge mehrmals. Also das ist ganz geil. Der eine Auto fährt weg Sound. Also nachdem dieser hagere Mann weg ist, gehen sie rein, finden ja tatsächlich diese ganzen Koffer mit den gestohlenen Sachen. Und bemerke aber, dass diese rote Datsun oder dieses Auto zurückkommt, das ursprünglich, also das irgendwie dem Dieb gehört, ja. Mhm. Und hauen ab und beobachten durchs Fenster weiter, was der macht. Und dann kommt eine Szene, die für mich total schön ist, weil sie beobachten ja, wie er da rumgeht, und Bob sagt dann, der hat bemerkt, dass jemand drin ist. Und jetzt müssen wir weg. Ja. So, ne? Also, und das sagt er so krass, dass ich das schon auch. Der hat bemerkt, dass jemand in seinem Zimmer war. Also so richtig, boah. Ja, ja, so ne? jetzt wird es eilig. Ja. Ja, so. Aber es war ja auch dieser geschniegelte Mann vorher da. Ja, ach so, ja. Ich meine, der war ja auch da. Also. Aber das, man denkt dann in dem Moment. Aber der ist weg. Das passt. Also das Einzige, was nicht so passt, ist, vorher machen sie sich über ihn lustig, über diesen kleinen Typen. Ja. Ne? Ja. Und dann ist es schon so, dass sie denken, oh Gott, wenn der jetzt rauskriegt, dass wir da am Fenster rumlungern, dann macht er uns den Kopf kürzer. Ja, so, und das ist auch schon mal seltsam. Ne? Sobald er in seinem Motelzimmer ist, ist er bedrohlich. Aber solange er wegläuft und Peter hinter ihm her ist, ist es ein, den schnapp ich mir. Stimmt, weißt du, weil eigentlich hätten sie jetzt auch sagen können, weißt du, wir sind zu dritt, der ist alleine, den haben wir. Und der ist klein. Wir wollten ihn gerade noch in der Garage einsperren, ja, und jetzt halt in dem Motelzimmer. Ne? Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr, warum nicht? Ob ich da jetzt was durcheinander bringe oder ihr. Also die beobachten, wie der abhaut. Dann gehen die in das leere Zimmer und gucken sich da um. Ja. Mhm. Ja. Und das nächste, was passiert, ist Auftritt Tanz der Teufel. Nein, sie kriegen mit, dass ein Auto kommt, hauen ab, bemerken dann, dass der kleine Mann zurückgekommen ist, und der checkt, dass jemand in seinem Zimmer war. Und dann doch. Richtig, Dünen. Das ist das Motel liegt am Strand, ja, so. Ja. Und nicht am Strand, in der Nähe der Küste. Und die rennen in die Dünen dann, um den eventuell abzuschütteln. Wobei, es stimmt, Hanno, sie hätten ja eigentlich sagen können, so, mein Freund, jetzt haben wir dich, klopf, klopf. Ne? Was klaust du hier, wo ist unser Projektor, mein Freund? Einer wartet einen Schnüppel hinter der Tür. Ne? So, da hätte man ja eigentlich machen können. Aber sie hauen ab in die Dünen. Und das allererste Mal im Hörspiel taucht der tanzende Teufel auf. Richtig. Ja, Hanno, magst du das sagen? Was? Was ist mit der Musik? So alt gegen neu? Ja, es geht halt, es ist halt schwierig. Ne? Ich finde einfach dieses reine Schlagzeugstück, da ist perfekt. Ist einfach perfekt. Es ist erstaunlich, wie gut es funktioniert, weil wenn man sich es mal genau ansieht, dann ist es doch ein bisschen cheap. Nee, es ist ein Rap.
Also so eigentlich. Wir sehen alles, wissen alles. Ja, so, also es passt mit Sprache und Schlagzeug ist perfekt. Und es ist auch perfekt abgemischt an der Stelle, weil es an manchen Stellen dann auch nochmal so in den Halftime geht, nochmal langsamer wird das Schlagzeug. Yeah. Und er da auch mit, also beim Sprechen auch nochmal drauf reagiert. Ich bin mir nämlich nicht sogar sicher, ob das nicht genau für diese Situation auch geschrieben worden ist, dieses Schlagzeug-Solo. Das passt auf jeden Fall immer dann, wenn der Teufel kommt, ist es... Sehr gut, ja. Das ist auf jeden Fall wirklich in der alten Fassung und ich finde aber auch in der neuen Fassung immer noch ein krasser Auftritt, wenn der tanzende Teufel kommt. Das ist cool. Aber es ist gemacht. Viel liegt an der Stimme. Die Stimme ist einfach gut. Das ist gut gebrüllt. Ja. So. Ja. Und da ist das Schlagzeug natürlich sehr unterstützend an der Situation, aber auch dieses Soundgebamsel, was sie da nachher gemacht haben, macht es nicht komplett kaputt, aber für mich macht es halt echt schlecht. Für mich war es ein Riesenunterschied, weshalb ich ja auch nochmal empfohlen habe, euch die alte Version von Kassette anzuhören, weil das ein Riesenunterschied ist, finde ich. Ja. Also die ist wirklich verhunzt. Also meiner Meinung nach ist sie dann damit verhunzt. Für mich muss es straight so bleiben, wie das passiert, das ist halt so einfach gruselig. Ne? So. Und wie er dann, was sagt er, verderben all jenen, die den Geist spotten. Nee, das sagt er da alles noch. Nee, sagt er da nicht. Oder ach doch, genau, doch, verderben all jenen, das sagt er, ja. Und, das sagt er später, also das zweite Mal, aber die hauen ja vorher. Ja. Erstmal laufen sie weg, erstmal brüllt er nur. Erstmal muss man ja sagen, der Erzähler macht da nämlich genau den entscheidenden, geilen Job und beschreibt halt diese Gestalt. Ja. Und wenn man das so als Kind und ich finde auch jetzt noch hört, Wolfskopf, zottliges Fell, Rasseln, Kornähren am Gürtel, das spitze Zähne, Hörner, rote Augen. Ich sehe Kurt schüttelt ich den Kopf. Genau, Kurt kratzt sich am Kopf und Kornähren, Kurt, Kornähren. Oder Mais, ne? Nee, weil der Erzähler nämlich auch, glaube ich, so sagt, er nähert sich tanzend. Und ich mich immer gefragt habe, wie kann das bedrohlich wirken, wenn sich ein, also tanzt mir bitte gleich mal bedrohlich vor. Ich tanze. So. Kennst du die Wall of Death? Ja, aber tanzen ist doch dieses so, da kommt so ein, ich stell mir so ein etwas schon behäbig, wie so ein gefährlicher Tanzbär, genau, der kommt so getapst von links nach rechts und dann rasselt das. Und der sagt, der macht jetzt nicht, glaube ich, eine super geile Choreo oder ein Wiener Walzer da, ne? Also ich fand das als Kind mega gruselig. Ich fand's wirklich, das war eine der Folgen, die ich auch definitiv nicht zum Einschlafen hören konnte. Also ich fand's echt gruselig. Also ich saß in dem Moment vor der Stereoanlage und hab das Kammer weggeschmissen, wenn ich dachte, wenn ich so erschrocken bin, ja, mit dem Ohrhörer und so. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber es stimmt, was mich auch wundert, vor allem im Buch wird es nochmal deutlicher beschrieben, dass er wirklich auf die zutanzt und er ist auch nicht der Schnellste, ja, so. Man fragt sich dann schon natürlich, warum tanzt er? Ja, so. Gut, die ganz unromantische Frage, was er überhaupt tut, darf man sich auch stellen. An anderer Stelle duckt er sich manchmal zum Sprung, also im Buch. Da ist es so, als würde er sie anspringen wollen. Und das mit den Steinen verhindern sie das im letzten Moment. Aber es ist, das kann ich nachvollziehen, aber das kommt ja im Hörspiel gar nicht so schlimm rüber, sondern du denkst einfach, Alter, der macht die kalt jetzt, ne, so. Was ich so mega gut finde an der Stelle, was den Gruselfaktor auch nochmal erhöht für mich als Kind auch war, sie laufen ja erstmal weg und meinen, ihn abgehängt zu haben. Und dann unterhalten sie sich kurz darüber, was es dann wohl ist. Und dann so, boah, ja, aber jetzt ist er ja weg. Und Peter dann so, ja eben nicht, da hinten hinter der Düne. Und kommt er da mit so einem Doppelschrei nochmal rein. Und ich dachte mir so, yeah, das ist gut. Also das war 9,95 Mark für die Platte wert. Also ich finde auch, dass die Folge da im Mittelteil wirklich stark ist, auch im Vergleich mit anderen Folgen. Ja. Das muss ich schon zugeben. Sie sind aber dann ja auch mutiger, weil sie Steine werfen. Ja. Ja. Also da in dem Moment ist dann ja vielleicht auch aus Furcht, aber entscheiden sie ja, die Steine zu werfen. Ja, das machen sie im Buch, weil der Bob stolpert und hinfällt. Und der Peter hat Schiss, dass der Teufel jetzt den Bob frisst. Und dann denkt er, okay, ich muss irgendwas machen. Dann nimmt er einen Stein und wirft den. Aber der Peter, der sportliche Peter, der trifft nicht. Im Hörspiel sagt er, auch schon wieder vorbei und so, ne? Also irgendwie trifft er. So im Hörspiel ist er nicht so gut. Und dann gibt's einen Lichtblitz und eine Rauchwolke
Und weg ist er! Ja, total ja. Geil, wie er das oder? Sagt. Und auch der Sound dabei. Auch mal weg ist er! Das ist so, ich kann's nicht glauben! Ja, das konnte ich mir noch irgendwie erklären, weil er auf der Düne stand, ja, und da kann man sich ja abducken oder so. Ne? Das wird ja. Dann ja. Später wird es so ein bisschen so, okay, wo ist er dann jetzt hin? Ja, es ist ja. Schwierig, vor allem. Disappariert. An der Düne ist ja vermutlich Wind. Ja, weil es ist ja am Strand, also hast ja immer Wind. Und das ist ja natürlich mit Rauch zu operieren eine schwierige Geschichte, wenn du dann gerade. Außer du rennst mit dem Rauch mit. Genau, was viel Rauch. Du nebelst dich einmal ein und rennst weg mit dem Rauch. Aber was du sagtest kurz mit, ich habe das nicht mit den Uhrzeiten so krass in der Folge, ich habe das mit den Orten, wo ich dachte, da sind die irgendwie in der Stadt, dann sind die an der Düne, dann ist da ein Canyon. Also ja. Für mich waren die Orte da so komische Versatzstücke. Irgendwie, das ist alles sehr nah beieinander, aber gut. Ja. Jetzt an der Düne, das Motel, Rocky Beach, das ist ja irgendwie noch stimmig und der Tanz der Teufel ist weg. Ja. Was aber komisch ist, dass der Justus, jetzt wo er ihn ja schon dann zweimal oder im Buch dreimal gesehen hat, dass er da noch nicht so vom Leder lässt, so von wegen, ja Quatsch, das ist kein echter Teufel, sondern das ist jemand in einem Kostüm. Ja. Das kommt ja gar nicht, ne? Und da eigentlich, wenn solche übernatürlichen Dinge sind, dann sagt er ja relativ schnell, ey Leute, das ist Humbug. Ja. Also er erwähnt es, glaube ich, ja einmal, wo er sagt, er glaubt nicht, dass es ein Geist ist. Also nee, es spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Ja. Die haben, die sagen jetzt, klar, wir gehen zu Kommissar Reynolds, weil wir haben das Diebesgut gefunden. Und die nächste Lagebesprechung in der Zentrale fand ich nämlich genau das Krasse, dass der Teufel mit keinem Wort erwähnt wird. Justus erzählt dann die Theorie mit dem Unfall. Oh ja, mit die ist auch Wahnsinn, ja, die ist natürlich Wahnsinn. Aber da kann ich deine Kritik sehr gut verstehen. Dass sie diese du weißt schon, was kommt. So, ja, ne? Ich weiß, was kommt. Dass so dieses Henne, ich habe mich gefragt, Henne-Ei, ja. Hatte ja, er wirklich zuerst... Wahnsinn. Ja, in einem Moment. Ich sag ja, das Buch mag einiges auflösen, hat sie ja auch schon getan. Nein, aber ich wollte nur sagen, der Teufel spielt keine Rolle. Was spielt denn stattdessen eine Rolle? Kurt? Henne-Ei? Henne-Ei, genau. Also Moment, es ist so, der Teufel spielt keine Rolle. Ja, Punkt. Es ist so, dass sie jetzt den Reynolds anrufen und ihm eigentlich sagen, hier ist das Diebesgut. Eigentlich müsste der Fall erledigt sein. Aber der Justus ja sagt, nein, der Dieb, der ist noch nicht fertig. Der hat noch nicht das, was er wollte. Das geht vielleicht im Hörspiel etwas unter. Das ich habe darauf aufbauend eine Theorie entwickelt. Ja, und da kommen wir jetzt dazu, wo ich mich frage, ist er jetzt ein Aufschneider, weil er das gesagt bekommen hat mit dem Unfall und das als seine Theorie ausgibt. Ansonsten ist die Theorie so an den Haaren herbeigezogen, zu sagen, es gab einen Unfall und ich habe das geprüft, es gab diesen Unfall. Dann fragt man sich, ja, ist klar. Ja, also ich habe ein Gedankenexperiment gemacht und genau so war es. Und mit philosophischen Mitteln bin ich darauf gekommen, dass genau so sein muss. Ja. Die Formulierung ist halt Käse, ne? Wenn er einfach sagen würde, was ich war bei Kommissar Reynolds, hat mir was erzählt. Ja. Folgendes, Jungs. Mhm. Das ist passiert. Ja. Okay, ne? Aber. Also das wird im Buch auch nicht sonderlich groß aufgeklärt. Man geht halt, die gehen tatsächlich diese verschiedenen Augenzeugen ab. Ne? Es ist nicht nur, dass sie bei Mr. Kästner sind, da ist auch ihr Zufallsfund, sondern es ist so, dass er den Tipp von er sagt, er kriegt einen Tipp von Reynolds, dass es da eine Fahrerflucht gab. Mhm. Ja, so. Und ich weiß nicht, im Buch ist es so, dass er im Prinzip eigentlich eher draufkommt, dass er sagt, passt mal auf, Der sucht etwas Spezielles, aber er kriegt das nicht und er weiß nicht, wo es ist. Wie kann das sein? Also wenn er jetzt was Bestimmtes sucht, müsste er doch eigentlich wissen, dass es jemand gehört. Also es muss ja irgendjemand gehören und dann müsste er doch wissen, aha, bei dem muss ich es holen. Und so kommen sie drauf, dass er sagt, der hat was verloren, dieser Typ. Der hat was verloren und weiß nicht, wer es genommen hat. Und deswegen sucht er jetzt überall in der Gegend, weil er den Dieb vermutet, da sucht er nach diesen Dingen. Was aber auch total bescheuert ist, wenn das so wertvoll ist, dass ich dafür tagelang im Umhang durch die Nachbarschaft zische, um es wiederzufinden, dann vergesse ich das doch nicht, weil ich in Rosenbeet fahre, dann aussteige und mal gucke, was da los ist und dann da stehen lasse. Naja. Das ist doch Quatsch. Ja. Ja, weißt du, jetzt sind die dollsten Sachen passiert. Ja, Pferde, Apotheke und so. Aber es ist schon irgendwie Unfug, oder? Er hat gedacht, er muss zu Fußdeutsch abhauen und hat gemerkt, oh, Auto fährt doch noch. Also es ist schon ein bisschen bescheuert. Das ist irgendwie ist es komisch und ich finde halt wenigstens gut, dass die anderen lachen.
als der Justus sagt, ich habe da eine Theorie, es gab einen Unfall, dann lachen die anderen, ja? Ja. Also irgendwie, das ist so. Ja, ja, tolle Theorie. Rettet mich so ein bisschen. Ne? Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass sie halt einfach echt auch, glaube ich, ziemlich rigoros kürzen mussten in diesem Hörspiel. Ja, ja, schon. Es geht schon viel länger. Verkürzt sie lachen natürlich, sie lachen ja, glaube ich, auch vor allem über, als er von diesen zwei Damen erzählt, die sich über Rosen. Ja, ja. Das ist auch, die werden auch als sehr blöd dargestellt, als sie bei denen sind. Aber ganz ehrlich, ist das nicht ein schönes Lachen? Dieses Stimmbruchlachen vom Andreas Fröhlich. Ja. Das ist so süß. Und dann abgehauen. Naja, auf jeden Fall habe er aber einen Termin bei Mr. Kästner ausgemacht, dem Diakon der Kirche, der ebenfalls Augenzeuge dieses Unfalls war. Von dem erwartet er sich im Prinzip einen entscheidenden Hinweis. Und da kann man natürlich sagen, warum, wenn er nicht, entweder weiß er es schon, ja, und er macht es jetzt nur fake-mäßig, warum erwartet er sich von dem wirklich den entscheidenden Hinweis? Im Buch ist das so, sie treffen ihn zufällig an der Veranda und sagen, haben Sie es eigentlich auch gesehen? Und der sagt, ja, klar, ich habe alles gesehen, da war, ist zwar da was, dann hat er, erzählt er von dem Koffer. Ein großer Mann mit einem spitzen Gesicht. Ja. Ja. Habt ihr die Stimme erkannt von Eugenie an der Stelle? Das ist ja Hans Irne, der auch Eugenie spricht. Echt? Okay, interessant. Okay, du bist unser Stimmerkennungsexperte. Ja, der ist da halt mit diesem Alias Albert Giraud ja oft unterwegs, aber da hatte ich nämlich immer auch nachgeguckt, weil es da nämlich auch Unstimmigkeiten in der Sprecherliste gibt. Mhm. Ne? Und der Hans Irne spricht da den Diakon, aber auch den Eugenie. Okay. Auf jeden Fall wird jetzt aber natürlich aufgelöst, was es mit diesem Koffer einigermaßen auf sich hat, dass nämlich dieser Typ, der das Rosenbild umgefahren hat, diesen Koffer vergessen hat oder ihm im Getümmel geklaut wurde von einem Jungen, der in der Gegend wohnt. So viel weiß der Mr. Kästner. Ja. Na, so. Und, ja, und jetzt wissen sie auch, warum der hier überall rumsucht. Ne? Mhm. Wenn sie nach einem schwarzen Koffer sucht er, den irgendein Junge haben muss oder zumindest irgendjemand in der Nachbarschaft haben muss. Ja, ja, und wir kennen doch die meisten Jungs hier in der Gegend. Warte mal, lass mal die Straße durchgehen. Da ist Jerry Marsh, von dem weiß ich, dass er gerade verreist ist. Ja, der ist auch nicht da. Ja, da bleibt ja eigentlich nur noch Frankie Bender. Schöne Szene. Das macht dann auch wieder so die Nachbarschaft. Ja. Also wie sie das dann aufbauen seit der Verfolgung vom Motel, gefällt mir auch, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Wie sie da diesen einzelnen Spuren folgen und das so nacheinander aufbauen, auch ableiten. Frankie Bender hört sich jetzt auch so an wie so ein Draufgänger. Ja, ja. Irgendwie so Lederjacke, gegelte Haare. Genau, ja, genau. Das finde ich auch logisch, wie sie das machen. Ne? Dass sie dann sagen, okay, wir gehen zu dem hin. Ja. Aber dann auch wieder der Erzähler so viel. Ne? Also irgendwie es geht viel hoppla hopp und der Erzähler übernimmt hier wieder viel. Also die nehmen sich den vor und verfolgen den. Genau, und dann verfolgen sie den und dann geht es wieder weiter. Das ist eigentlich schade, weil da hätte man sicherlich was einbauen können. Ne? Aber das mit der Höhle ist toll, oder? Das hat mich auch gut abgeholt. Aber das wäre wirklich früher alles so gewesen, wie ich mir das als Kind teilweise auch hatte, aber auch gewünscht hätte. Es war möglich. So eine, dass es das gibt und dass das theoretisch möglich ist. Bahndamm und Gebüsch und dann so eine Höhle mit Obstkissen. Super, super. Da haben wir halt, glaube ich, alle so den Jungstraum mitgeträumt. Und dann macht ja auch dieser Fall nochmal, okay, dann greife ich jetzt vor, aber dann macht ja dieser Fall, geht ja nochmal einen Schritt weiter. Also ich finde schön, wie viele Personen immer wieder in diesem Diebstahl involviert sind. Ja, bleiben wir bei der Höhle. Also klar, jeder Jungentraum so eine Höhle zu haben. Klar. Ja. Und Bender, Frankie Bender hat sie. Ne? Hallo, Frankie! Das hört sich schon fast Du hast den Koffer ja doch. Hört sich so ein bisschen TKKG-mäßig an. Das war eine total tolle Figur. So ideal für als Maskottchen für unsere Clique. Ja. Ja, wo ist denn jetzt deine Clique? Ja. Tja. Und Justus möchte wissen, wie diese Figur aussah. Ja. Zeigt Bender hinter die drei. Und sagt, so. So wie der. Und dann steht der Tada! In dieser Plump-Höhle. Und die muss das ja riesig sein, wenn der die nicht sofort am Schlafittchen hat. Ne? Ja. Irgendwie. Ja. Muss diese Höhle ja eigentlich echt riesig sein. Ja. Weil der kommt da rein und jumpt dann da rum und schreit sie dann an. Was hat er? Habt acht, ihr Zwerge. Ja, vor allem, der erzählt erstmal eine ganze Menge. Also er hört sich schon auch gerne reden. Ja, und das ist dann auch so, dass
wäre mir persönlich zu lang, ne? Also was machen die? Stehen die dann da wie zu Salzsäulen erstarrt jetzt erstmal? Ja, und stellen auch mal Fragen, ne? Ja, goldene, was? Ja, der Peter blickt's halt nicht, ne? Ja, Peter. Ja, ich frage mich natürlich auch, woher dieser Erzähldrang des Teufels kommt. Ja. Also was will er ihnen verkaufen? Sie hätten ihn den erzählenden Teufel nennen sollen, die Folge. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass er will eigentlich die Geschichte erzählen, dass er irgendwann mal diese Statue kaputt macht. Weil er braucht ja die Legen. Warum macht der Tanz der Teufel das? Das ist ja quasi... Ja, die Frage. Hat er eine Geschichte zu erzählen? Aber das ist natürlich schwierig, dass die Leute zuhören, wenn du die anschreist und mit Gebimmel und leuchtenden Augen und blitzenden Zähnen da vor denen rumhast. Über den Etappen erzählen. Aber es ist so, dass es so lange dauert, im Buch macht der Justus es so, er nimmt den leeren Koffer, dass der Teufel ihn nicht sieht, hält den Stein hoch und sagt, ich zerschlag das, was da drin ist. Wenn du nicht hier so irgendwie, keine Ahnung, wer bist du überhaupt? Ne? So. Und dann zögert dieser Teufel und kommt nicht auf sie zu. Und der tanzt nämlich auf sie zu, tatsächlich auch. Ja, so. Haben Sie stehen und schlagen Sie mit diesem Eisen. Genau. Ja. Dann macht er diesen Monolog, dieser Teufel. Und dann macht der Justus den Koffer zu und schmeißt den Koffer in die andere Richtung der Höhle. Okay. Und der Teufel hinter dem Koffer her. Mhm. Und dann können die ja entsprechend, im Hörspiel ist es ja, es brennt, ne? So, deswegen können die alle. Ja, er hat aber irgendwas fallen lassen oder so, ne? Und dann auf einmal der Teufel. Nee. Oder nicht? Doch, irgendwie. Irgendwas hier Feuer mit der Flamme des Windes, ne? Seht! Und dann so, Vorsicht, Feuer! Ja. Was? Ja. Ich dachte, der quatscht und dann wirft der Justus dem den Koffer zu. So klingt es. Aber der Frankie sagt das Feuer. Das macht er auch im Hörspiel. Vorsicht, Feuer. Ja, er wirft ihm den Koffer zu, sodass der natürlich irgendwie im Reflex dann da irgendwie versucht zu fangen, fällt, unaufmerksam ist und dann geben die Fersen Geld. Ne? Genau, aber dabei spuckt er Feuer. Okay. Aber war das denen dann möglicherweise bewusst, dass das immer ein Mensch ist, der drunter steckt? Es ist also ich fand es im Buch etwas knifflig, weil irgendwann sagt der Justus sogar, was ich einen echten Kardinalfehler finden will, sagt, oh, das war vielleicht doch ein Geist, ich weiß es nicht. Ja, so. Und das finde ich, das ist ein No-Go. Ja. Justus darf das nicht sagen. Ja. Ja. Also, ja. Irgendwann ist er überzeugt davon, dass ein Mensch, dass es ein Schamane ist, dass der meint, da ist jemand aus der Mongolei gekommen und der führt irgendwas im Schilde. Also, das ist dem sein Berufsoutfit oder so. Ja. Mit dem, der so im Flieger saß. Arbeitskleidung. Wobei, also, was man ja schon sagen muss, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, ist das Zeug, was der Teufel da erzählt, halt schon irgendwie auch cooles Zeug ist und es halt auch diesen Bezug hat halt zu diesem, ne, Mongolei und Genghis Khan und diesen Hauch des exotischen und ja auch wirklich historischen Bezug nimmt auf wirklich die goldene Horde, die es gab und das eben auch, ich meine, das ist halt von 1980 und ich habe nochmal geguckt, Genghis Khan, die super Musikgruppe von Ralf Siegel und so, nicht umsonst, ne, 79 gegründet. Genghis Khan. Der Zeitgeist ist strong in this one. Also das war auch froh, dass Carsten Bohn noch die Musik dafür gemacht hat. Also ja, der haut da wirklich hier mit dem großen Batukan und so, mit großen Batukan irgendwie ordentlich auf den Putz, dieses Figürchen. Das ist auch, also, dann mache ich ein bisschen Schluss mit diesen Verweisen aufs Buch, weil es viel verwirrend ist, aber tatsächlich im Buch erfährst du voll viel über diese Geschichte, also mehr als ich jetzt in der Wikipedia gelesen habe, als ich nämlich auch darüber nachgeguckt habe, wie das eigentlich genau war, Batukan und wie diese Statue überhaupt gewandert ist. Die ist nämlich von Russland, wo die Mongolen waren, auch bis Peking. Eigentlich gehört sie gar nicht dahin und so weiter. Also Bildungsauftrag. Sehr, sehr differenziert. Schön dann, ist natürlich dafür kein Platz im Hörspiel. Aber ich habe als Kind, muss ich sagen, habe ich nicht gecheckt, was der mir da sagen will. Ich habe das irgendwie... Nee. Überhaupt nicht. Das war irgendwie zusammen. Warum? Warum erzählt er denen, wir wüssten alles? Das war auch so, wo ich denke, nee. Weil, wenn das so wäre, dann hätten die jetzt, dann müsste jetzt nicht dauernd hier hinterher eiern. Ja, aber ganz ehrlich, welcher Typ stellt sich da eine Höhle vor, vier Jugendliche
und macht da so ein Theater. Also das ist halt, wenn du sagst, klar, der muss irgendwie eine Show erzählen, damit ich glaubt, erinnere mich da an so einen Kindergeburtstag. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen strange. Aber gut. Und hier wird ja auch nochmal dann gesagt, glaube ich, dass er sich in Rauch auflöst. Die hauen ja dann ab und dann, weiß ich nicht, bleibt er drin? Folgt er denen oder nicht? Die gehen auf jeden Fall nicht wieder gucken. Wie sehen Sie denn, dass er sich in Rauch aufgelöst hat, weil das noch passiert ist, weil sie drin waren? Ich glaube, in der Szene sehen Sie es gar nicht, dass er sich in Rauch aufgelöst hat. Ich überlege gerade, die hängen den ab, ne? Ja, die hauen ab. Und man hört den auch noch ziemlich lange brüllen. Ja. Das ist irgendwie so, ne, der Teufel ist weg, der Dieb ist weg und Bob sagt ja auch jetzt so, der Fall hat sich erledigt. Also auch irgendwie eine etwas seltsame... Resigniert. Seltsames Statement, nachdem man irgendwie so eine Show geboten bekommen hat in der Höhle. Also ich meine, sogar einer von denen sagt, er hat sich in Rauch aufgelöst, wo ich mich frage, so wie können die das sehen? Also ist er dann doch noch hintergekommen, aber egal. Naja, Bob glaubt, der Fall ist zu Ende, weil er aus irgendeinem Grund glaubt, der Dieb hätte sich diese Figur wieder beschafft. Und Justus meint ja, das glaubt er nicht, sondern er glaubt, dass der Dieb eben gerade jetzt die Spur der Figur verloren hat, was ein bisschen, finde ich, verwirrend ist. Ja. Das ist auch im Buch, sagt er das deutlich, er sagt, er glaubt, dass der Teufel und der Dieb irgendeine Verbindung miteinander haben. Okay. Und dann macht das schon mehr Sinn. Mich hat das so ein bisschen, dass er sagt, ja, ich glaube, der Dieb weiß es erst recht nicht, ne, wie kommt er drauf? Ja, er sagt, weil sonst der Teufel den Dieb verfolgt hätte. Und nicht uns. Und nicht uns. Aber der allwissende Teufel müsste dann ja auch wissen, dass das da gar nicht drin ist. Ja. So. Allwissender Teufel. Ja, der, wir wissen alles, sehen alles. Ach so, stimmt. Das stimmt. Ja, und ein bisschen Schizo ist er auch, weil die nicht alles sind. Naja. Und dann nehmen sie sich ja nochmal dann nehmen sie sich nochmal den Frankie Bender vor und fragen halt, ob da noch jemand drin gewesen sein kann. Und dann kommt eben diese Geschichte ja von der gefundenen Weinflasche und also noch wieder eine weitere Person. Ja, was ich auch sehr charmant finde, Gamla Andy, was so ein bisschen TKKG-Style ist. Ne? Mein Rubbish George. Rubbish George, Gamla Andy. Andy und... Ja, der kommt ja im Hörspiel gar nicht mehr vor und im Buch spielt er eine größere Rolle, lernt man ihn kennen tatsächlich. Okay. Das ist eher so ein junger Hippie-Aussteiger, der Kunstgeschichte studiert. Ja, der kauft ja auch schon mal gerne was bei Gebrauchtwarencenter Titus Jonas. Ja. Ne? Genau, richtig. Aber dann, ich meine, das ist jetzt in den frühen Folgen natürlich nicht so, aber fragt man sich am Ende doch, wie groß ist Rocky Beach? Ja. Also wenn man jetzt schon drei, es sind jetzt irgendwie schon drei Gammler, Schrägstrich, Penner, dann kommen ja später noch so viele Sachen dazu, buddhistisches Zentrum und so, da fragt man sich dann doch immer, wie groß ist es jetzt heute wirklich? So groß, wie man es gerade braucht halt. Ich habe auch überlegt, ob ich die Orte mal aufschreiben soll, die da eine geben muss, ne? So, um zu gucken, ob irgendeiner von den neuen Autoren die auch nochmal verwurst hat. Seven Pines habe ich ja ein paar Mal gehört. Ja, ich glaube, das gibt es aber irgendwie schon. Ne? Es gibt ja auch eine Karte und ein Bild es gibt ja ganz viele Sachen. Das wäre auf jeden Fall spannend. Ja. Ich glaube, da hatte doch aber auch der André Marx in dem Interview auch was zu gesagt, dass man nämlich irgendwann auch aufgehört hat, so ganz wild einfach irgendwie Sachen noch dazu zu erfinden, weil nämlich so ein Bewusstsein dafür dann auch irgendwann bei den Machern geschaffen wird, dass man natürlich schon gucken muss, dass man so das Drei-Fragezeichen-Universum so ein bisschen konsistent hält, je mehr auch die Fans einfach, Fans werden halt auch kritische Fans. Ja. Ne? Ja. Das war damals halt auch noch nicht so klar. Ne? Ja. Doch heute würde ich gerne die Flugroute kaufen, wenn sie über Miss Melody Genau, ich meine, letztlich ist es halt, Bob und Peter sollen irgendwie nochmal telefonieren, recherchieren, irgendwie, ob sie noch was rausfinden bezüglich Gammler Andy. Ja. Und Justus macht sich auf den Weg In die Bibliothek. Er kommt auf jeden Fall mit einem Buch zurück. Er kommt mit einem Buch zurück, was mich auch irritiert hat, weil es ja eigentlich der Job von Bob ist. Ne? So. Aber sie wollten ihm das halt zugestehen. Er kommt mit einem Bildband zurück, ne? Wo der tanzende Teufel drauf ist, oder drin ist. Ja? So. Und sie erkennen, dass diese Statue scheinbar diesem
Ding, ja, das sie verfolgt, ja, so ähnlich ist. Hm, so. Ja. Justus liest ja vor, dass die Statue in Besitz des Sammlers H.B. Baxter. How much is the devil? Genau. Okay, das ist gut, ja. So. Devil, Devil. Ja, der war nicht ganz so gut. Aber Dance with the Devil tonight. Ah. Oh Mann. Ja, also dieser berühmte Sammler H.B. Clay hat das und den kennen Sie natürlich, der wohnt in Rocky Beach. Und die Statue ist quasi unbezahlbar und zwar auch aus dem Grund, weil es tatsächlich die einzige ist, die Mongolen haben aus ihren Statuen aus Dreck und Lehm gebaut, da hat keine einzige überlebt und das ist eine europäische Statue, wo man glaubt, dass sie ein Geschenk war oder aber so eine Art Bann sein sollte vor dieser goldenen Horde. Aber es ist total schön, dass du das alles so erzählst. Das kriegen wir als Hörspielhörer aber nicht mit, weil da ist die Szene, wo man denkt, da könnte man historische Bezüge, Hintergrundgeschichte supergeil einbauen. Justus wirkt das aber ab mit, das ist alles egal. Wichtig ist nur, die war wertvoll. Ja, genau. Ja, also das heißt aber dann auch, dass sie massiv ist. Wenn sie wertvoll ist. Also wenn gut, Bronze jetzt. Wenn der Justus jetzt droht, mit dem Stein dagegen zu schlagen, ja, dann kriegt die eine Macke, aber dann kann er sie auch nicht zerstören. Ja, das stimmt. Ja, also weil ich habe mich auch gefragt, auch später für das, was noch passiert, ist sie denn massiv oder ist sie nicht massiv? Hier kannst du sie verbiegen, ne? So aber wenn man mal Bares für Rares guckt, dann ist so eine Macke ja auch schon durchaus wertmindernd, ne? Ja, ja, gut. Ich sehe den Teufel schon vor mir, ja. Bares für Rares. Also, das tut mir leid, das ist ja voll die Macke. Wenn das einzige Argument für den Wert auch ist, dass das ein Einzelstück ist, also ich weiß nicht, es gibt auch Sachen, die gibt es nur einmal und das ist auch gut so. Weißt du das? Ja. Also gut, weiß ich nicht, Einzelstück rein. Aber sehr gut gearbeitet. Und ja, so, bestimmt. Ja, nachher, ne? Da kommt aber dann auch dieser Hinweis, glaube ich, vom Justus, dass diese Bronzefigur dann eine lateinische Inschrift trägt, ne? Das habe ich tatsächlich im Netz gelesen, da bin ich selber gar nicht drauf gekommen, aber wieso soll die eine lateinische Inschrift tragen? Weil sie eine europäische ist. Ah, okay, das hast du eben gesagt. Ja. Ja, weil die Mongolen wirklich nichts, die waren ja nur unterwegs, also die haben ja auch nicht sesshaft gewesen, waren ein Reitervolk, das dann immer weitergezogen ist. Und die konnten wahnsinnig gut erobern, aber können wahnsinnig schlecht herrschen. Das heißt, das zerfiel halt die ganze Zeit. Der hinter denen wieder. Komm mal, sie denken alle über mich. Ja, gut. Stefan, nochmal so ein Steinchen weggenommen, ne? Zack. Ja. Bei Clay angekommen. Ja. Ich habe jetzt, aber ist es jetzt ein Butler, der ihn öffnet? Oder ja. Ist überraschenderweise jener hagere Mann, den sie im Apartment des Diebes gehabt. Der steht aber daneben. Der Butler daneben, und eine elegante Gestalt. Ja. Mit einem spitzen Gesicht. Die ist aber auch, das ist total verwirrend. Ich habe da auch irgendwie zweimal hinhören müssen, zumal dann irgendwie der James dann auch noch nennt mich Jim. Gut, Jim ist die Kurzform für James, aber wer da jetzt gerade an der Tür steht und was macht, fand ich Master nicht ganz... Master James. Warum? Nennt mich Jim. Genau. Was biedert der sich den drei Fragezeichen da so an? Weißt du, so alle siezen sie sich und was weiß ich, und dann ist der reiche Obermods-Typ in einer Wohnung mit Sprechanlage, die plopp macht. Aber ja, ich schon als Kind dachte, Hallo Spencer mit erinnert. Stimmt was nicht. Ich fand den, so wie du beschreibst, genau, der biedert sich zu sehr an. Und aber trotzdem irgendwie nett, wo du nicht weißt, was soll ich jetzt von dem halten. Nett, ja, aber es ist sowieso so, hallo Kinder, ich bin voll auf eurer Augenhöhe, habt ihr Bock auf diesen Scheiß? Weißt du, so... Genau, wie der Moderator von Huselgut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, als ihr den gehört habt... Das ist doch, das, man hört doch das, dass der tanzende Teufel ist. Ich hab's nicht gehört. Nee, das habe ich auch nicht gehört als Kind. Doch, doch, das krass. Jetzt, krass, ja, Kind. Ich höre es jetzt tatsächlich. Also ich höre es wirklich so. Ich glaube, es ist gut, dass man den tanzenden Teufel vorher hört. Hätte man vorher den Jim gehört, hätte man es erkannt tatsächlich. Aber auch die Jungs hätten das erkennen können, da gebe ich dir recht, Kurt. Weil der ist ja, ich meine, der arbeitet hier mit glühenden Augen, Feuer und Schnickschnack. Aber was er nicht tut, ist seine Stimme verstellen. Geld aus. Ja. Schreit halt einfach nur. Ja, aber wir haben ja eine ähnliche Situation auch in Phantomsee, ne?
mit hier Professor. Ja, das Java Gin. Ja. Genau. Das hört man auch überhaupt nicht in Frage. Aber das hat er gut gemacht. Das fand ich auch wesentlich besser. Ja, schon. Und das muss ja auch eine gute Verkleidung gewesen sein, ja. Aber Justus ist die ganze Folge irgendwie so passiv, ja. Also da irgendwie, da kommt so wenig. Irgendwie. Justus ist der Einzige, der da was macht. Die beiden anderen sind die totalen Statisten. Das finde ich total krass. Ja, aber was macht denn der Justus da? Der löst das ganze Rätsel doch nachher auf und hat seinen großen... Kommen wir ja noch zu. Ja. Also am Anfang hat er mal irgendwie... Er hat eine mega Idee, er hat darauf aufbauend eine Theorie ausgearbeitet. Genau. Er ist jetzt erstmal in der Bibliothek gewesen, hat diese Fährte aufgenommen zu H.P. Clay. So ehrliche Detektivarbeit. Der Tipp von Reynolds, eine wahnsinnig tolle Theorie gemacht. Also, gehen wir mal so ein bisschen in der Handlung voran. H.P. Clay führt sie zu sich herein und führt sie dann. Ich stell dir vor, Entschuldigung, ganz kurz, muss ich wissen, nicht H.P., sondern Jim. Blond. Master James. Blond, groß. Ich fand ihn. So Hemd, so und ein bisschen so wie so Polohemd und dann so ein Lacoste-Pulli umgehangen. Aber weißt du, so ja, eher ein breiterer, größerer Kerl. Genau so sehe ich mir auch vor. Ja, ich stelle mir den auch so vor. Wie so ein Tennis-Golf-Typ irgendwie so. Warum? Ja, weil Master James und Neureich und, also nicht Neureich, sondern Altreich sogar. Ich habe im Kopf immer, ich weiß nicht, ob das früher schon war, aber jetzt, wenn ich höre, sehe ich vor mir so eine Art... He-Man in Dr. Schlöselmeier. Ja, das passt. He-Man passt, ja. So, weißt du, so auch so ein Prinz Eisenherz-Schnitt und so. Okay. So einen sehe ich das. Also muskulös nicht, aber ich stelle mir seinen Vater tatsächlich auch hochgewachsen, grauhaarig vor. Mhm. Ja. Also irgendwie. So graue Eminenz, ja. So ja. Euer Würden. Ja. Mhm. Aber tatsächlich, warum nennen Sie ihn Master? Ist das noch. Was ist das, Sklaverei übrig? Oder? So. Ich meine, wir haben jetzt nicht nach der Hautfrage des Butlers gefragt. Ja, aber ich finde es echt, wann sagt man Master? Master James? Ja gut, wer hat auch noch einen Butler zu Hause, ne? Also es ist halt schon, Ich meine, die drei Fragezeichen am Morgen, ne? Ja, und viele Folgen, also ganz bei vielen drei Fragezeichen-Folgen hat einer irgendwie einen Butler. Ja, das ist halt hier natürlich so Familien, Ölmagnat, Imperium, das sind ganz andere Sphären gesellschaftlich, in denen die da unterwegs sind. Und dafür finde ich es, wie du sagst, Hanno, umso erstaunlicher, wie jovial und hip der Jim da auf einmal, hey, kommt rein, ich zeig euch alles. Von allen anderen wird er Master James genannt, so, die schon ewig lange mit ihm zusammenleben. Ja, so, und die drei Fragezeichen kommen da rein und sagt, so, nennt mich Jim. Ja, die alle so, what? Aber ich unternehme nochmal Blick auf die Zeit. Die kommen in das Zimmer nebenan und der Blick fällt direkt auf das tanzende Teufelkostüm. Ja, wo ich mich jetzt heute frage, ist das Kostüm? Nein. Ah, so, Stefan, du hast es nachgelesen. Lass mich raten. Aber du hast recht, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ja, aber jetzt ist tatsächlich jetzt erst. Muss ich der Gerechtigkeit halber sagen, man muss sogar noch mehr Fragen stellen. Man muss sich fragen, sie entdecken ja Quail. Und Quail ist ja der, den sie erkennen, der aus dem Apartment des Diebes rausgeht. Da müssen doch schon alle Alarmglocken von dir zu dran. Er muss sagen, da ist doch die Sau auf ihn. Ne? Mhm. So. Das bemerken sie, aber es fällt nicht weiter auf. Dann kommen sie an dem Teufelskostüm vorbei. Ja. Und ich meine, jeder doof würde doch als erstes denken, aha, der Typ, der uns die ganze Zeit verschissen auflauert, hat hier sein Kostüm deponiert. Ja. So. Ja. Und auch noch eine Frage, die ich mir stelle, ist, warum verzerrt Peters Stimme an der Stelle so? Echt? Ja, man hört das total, wo er sagt so, der tanzende Teufel, da sehen Sie doch, wo der das so sagt. Und du hörst wirklich, da ist der Pegel echt weit überm Anschlag. Ja, das ist Schnappatmung. Stimmbruch. Nee, das nicht Stimmbruch, das ist ein Audioproblem. Da ist das Mikrofon überfordert, weil die Großmembran da drin zu sehr wackelt. Okay. Hey, und da lehnen wir uns jetzt mal nicht so aus dem Fenster. Ja, nein, aber das ist ja schon ein professionelles Studio, in dem das aufgenommen worden ist. Und an manchen Stellen verzerrt es einfach sehr ordentlich. Ich weiß nicht, ob das die Tontechnik der damaligen Zeit auch irgendwie war. Ja, ich glaube, das war damals auch anders, als sie da angefangen haben, noch im Wohnzimmer wahrscheinlich hier. Ja. Kann gut sein. Wer weiß, Fehlt jetzt auch die Kassette alt, ne? Nee. Ich hab's ja auch in der neuen Spotify-Version ist es noch so. Okay.
Naja, auf jeden Fall. Oder Apple Music. Es gibt viele Streaming-Dienste. Sie sagen ihm ja, pass auf, der Teufel ist weg. Und er sagt, nee, das kann nicht sein. Ich führe euch dahin. Dann entdecken sie dieses Kostüm. Mhm. Ne, für die, die es interessiert, im Buch denkt der Justus schon, na, ist es das vielleicht? Aber er sieht, es sieht ein bisschen anders aus. Klein wenig anders. Und es ist auch total staubig. Er rüttelt da dran und löst so Staub und so. Ne? Löst sich in Staub auf. Und dann sagt er, nee, das ist es wohl nicht. Ja, so. Ja. Und die hagere Gestalt, das benennen sie ja jetzt dann schon. Also Bob ist da ja schon auch recht forsch, fast schon unverschämt, wo man so denkt, ja, hier, was hat eigentlich der komische Typ hier zu suchen, den kennen wir. Okay. Und der wird ja dann eben auch reingerufen von Jim und vorgestellt als Cale, der literarische Assistent meines Vaters. Das wäre ich auch gern. Ja, ist auch das ein ist geiler, geiler Job. Ich wäre auch gern literarischer Assistent. Ja. Und da wird Justus, da ist, hat Justus ja absolute Scheuklappen, ne? Also da passiert ja nichts mit ihm. Ja. Also irgendwie, das ist nicht Justus in der Folge. Ja. Es ist so, dass er ja, muss er sagen, der Jim glaubt immer noch, da ist der Teufel, und sie sagen, und dann sieht er ja, oh, da ist der Teufel nicht, ja, so. Und dann verdächtigt er die ja kurz und sagt, was wisst ihr darüber? Ne? So, und was ich dann aber sehr alles authentisch, ne? Woher wusstet ihr, dass der tanzende Teufel gestohlen ist? Also richtig so, und so, so ein bisschen, weil, wie er auch kann. Ich kann auch anders. Ja, ja. Ne? So. Aber und dann ruft er diesen Quail rein, ne? So. Genau. Und der sagt ja nur, ja, ich weiß, ich, Master James. Ja, ja. So. Ich wollte halt niemanden beunruhigen. Ja, auch. Ja, und in der Seite er wieder besorgen. Genau, er wollte ihn noch wieder besorgen. Total. Hat er auch tatsächlich versucht. Ja. Also, wenn das alles so Shishi-Gesellschaft und mit irgendwie diplomatischen Verwicklungen und morgen soll die scheiß Statue abgeholt werden und der literarische Assistent sagt, ja, ja, wird sich schon klären. Dann habe ich gedacht, ich guck mal, das ist ob halt ich jemanden finde. Nicht passend. Ich weiß auch gar nicht, wie ich draufgekommen bin auf die Geschichte. Ist halt weg, ne? So, ja. Ist halt weg und ich dachte, dann gucke ich mal in der Gegend von Peter auch so ein bisschen rum. Ja. Ja. Oder Motel habe ich auch dann so. Ja klar, das ist natürlich, da finde ich echt eine Schwäche. Mhm. Weil das ist klar, da stinkt was. Und Justus da, entweder frisst das in sich hinein, ja, seine Zweifel, oder er sieht sie ja auch gar nicht. Oder er ist nah genug dran, dass er sagt, jetzt behalte ich es für mich, damit ich die nachher überraschen kann, die zwei Doofen. Das wäre so der Klassiker gewesen, ne? Dann am Ende. Ja. Das hätte er aber raushängen lassen dann. Da hätte er dann auch nochmal eine Riesenshow draus gemacht. Er verkauft da ja wirklich seine, das, was vorher gesagt wurde und eigentlich dann schon klar ist, wieder so als seine Schlussfolgerung und wird ja dann auch bewundert von Jim für seinen Spürgeist. Er sagt, ah, hier, ne, die Chinesen wollen offensichtlich diese Statue wiederhaben. Wenn sie nicht da ist, gibt das wohl Probleme. Ja. Mhm. Clever kombiniert. Ja. Naja. Geht so. Und eigentlich ist es schon relativ klar, wenn die jetzt verschwindet, dann ist es ja so, warum? Warum verschwindet sie kurz bevor sie übergeben werden soll? Naja, da ist ja einfach ganz klar, weil irgendjemand nicht möchte, dass sie übergeben wird. Ja. Wer möchte nicht, dass sie übergeben wird? In der Regel der, dem sie vorher gehört hat und der sie nachher nach der Übergabe nicht mehr hat. Ja, ja, ja. Boah, Stefan, du hast ja mega kombiniert. Wahnsinn. Bin ich so ein analytisch scharfer Geist. Ja, deswegen bin ich auch bei Recherche und Archiv. Was ich da auch wirklich schön finde an der Folge, ist, dass einfach auch dieses Thema so einen historischen Kontext hat, dass halt wirklich auch so Ende der 70er, Anfang der 80er wirklich die Beziehungen zwischen USA und China sich verändert haben und wirklich öffnen sollten. Und insofern Realpolitik in den drei Fragen. Genau, nimmt und halt zwar zeitgeschichtlich. Ja. Rot-China. Das ist, finde ich, total cool. Und ist mir Kommunisten! Okay. Anarchisten! Pack! Ja, ja, so, weiter! Ja, es kommt zur obligatorischen Visitenkartenübergabe, will Justus natürlich die Gelegenheit. Und ich glaube, er will Jim imponieren. Dieses Gefühl habe ich schon, das macht ihn vielleicht so blind. Ja. Er will eigentlich Jim imponieren. Wir sagen, Jim, guck mal. Weil der so reich ist. Wir sind die besten Detektive, die man jetzt hier für kein Geld kaufen kann. Weil wir sind schon voll dran und sind in diesem Fall drüber drin. Ja, aber schön, wie sie es auch sagen, so, Jim, wir kennen bereits ein paar Detektive, die alles über den Fall wissen. Ja, wer? Ja, wir! Weißt du, so wie sie alle drei so, ja, wir. Lächerlich!
Ja, Kinderdetektive, das heißt nicht Master James. Ja. Quail hat so seine Bedenken, aber er will, glaube ich, halt echt einfach alle raushalten. Dieses Gefühl bleibt man bleibt so trotzdem. Ja. Und dass das überhaupt keine Rolle spielt für die drei Fragezeichen, das ist schon das, was ich dieser Folge dann ankreide und wo man sie theoretisch zum Kippen bringen könnte. Aber aber es kommt die Reynolds-Karte, das finde ich schön. Die Reynolds-Karte kommt so selten. Ne? Ja, und das überzeugt ja den Jim dann voll, mit ihnen zusammenzuarbeiten. So. Und dann ist auch, und der Quail ist ja damit einverstanden dann, weil der Jim als Alternative die Polizei ins Spiel bringt. Tja. Ja. So. Und das hat er, glaube ich, am Anfang Jim schon so gesagt, sehr überzeugt werden muss, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja. Naja, okay. Ja, und dann geht's schon um den, da haben sie, glaube ich, den Gammler identifiziert, ne? Dann geht's um die Informationen dort. Wir haben ein Feuerzeug. Genau. Wir haben halt ne, so viel zum Thema hier. Etwas anderes. Cool ist, wir haben das Fenster auf, damit wir nicht ersticken hier am Dachboden. Ja. Draußen ist gerade Feuerwerk. Da waren wir gerade ein bisschen abgelenkt. Ein kurzes Feuerwerk. Ja.